So, da sind wir wieder zurück, auch direkt in einer neuen Folge. Ich glaube zumindest mal, dass es eine neue Folge ist. Ich weiß nicht ganz, wie ich das schneiden werde, aber ich hatte die Zeit auf jeden Fall schon erreicht. Ich habe über 30 Minuten aufgenommen, aber da eh viel gespeedet ist und es ja keine direkten Aufnahmeregeln gibt, ist hier alles kein Problem. Oh, Lapis, oh, nice. Alles klar, direkt werde ich so begrüßt mit einem Schlag in den Rücken. Ich habe mir die Koordinaten aufgeschrieben, also sie sind ungefähr bei 37, x7 und... Hä, welche Richtung ist das? Hier rum. Gehen wir erstmal zu x37 und dann wesentlich weiter unten. Höhe 53. Okay, perfekt, hier geht's auch direkt nach unten. Hä? Ach so, hier ist Y ganz auf der... Warte mal, das ist... Das hatte nichts mit der Höhe zu tun. Ach so, warte mal. Ich hatte es auch X, Z, Y aufgeschrieben, aber ich dachte, es sei Y. Also gehen wir wieder ein bisschen zurück. Hier hinten ist 37. Und dann Z ist 53. Das ist in die Richtung, genau. So, und dann Höhe 84. Okay, gut. Es war einfach nur eine andere Reihenfolge. Ja, da sehe ich auch schon einen schönen Turm. Die Leute, die noch sich kein Jetpack leisten können. Und hier geht's nach oben. Perfekt. Gast. Aber ich habe jetzt ja, ich habe 4 Gast-Tiers. Ja, das ist mehr als genug. Hier oben ist dann, also vorerst mehr als genug. So, dann können wir durch das Portal gehen. Warte mal, was ist hier oben noch? Lead. Ja, Lead brauche ich ja. Da wisst ihr ja, da habe ich recht wenig. Ich baue ab, bis es explodiert. Ist nicht explodiert. Glück gehabt. Okay, gut. Weil man kann die explodierenden Erze auch direkt abbauen. Und dann explodieren die eben nicht mehr. Wow, wer hätte das gedacht? Nein, stopp, 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 stopp. Erstmal Waypoint in so einem schönen... Ja, das ist ein schöner Ton. Warte mal, jetzt habe ich es... Egal, die Beschriftung, egal. Ich wollte eigentlich auf zurückgehen und kam aussehen auf Enter. Ist bei der Tastatur hier manchmal so... Gut, aber Jetpack noch 50% voll und es hat mir ungefähr 10-mal das Leben gerettet. Okay, ich denke aber ohne Jetpack wäre ich auch wesentlich unvorsichtiger gewesen. Nee, warte mal. Ohne Jetpack wäre ich vorsichtiger gewesen, so rum. Mein Haus ist da hinten, genau. Ja, ich bin mir sogar recht sicher, dass es jetzt eine neue Folge war. Einfach, weil es auch ein schöner Punkt ist zum Anhalten. Und ich eh die Aufnahme beenden muss, um nachzuschauen. Wir schauen jetzt mal ganz kurz bei Ghosty vorbei. Es interessiert mich, was der so hat. Er hat auch Beeren angepflanzt, das ist gut. Auch die gleichen wie ich, glaube ich, Blueberry. Ein paar Essenceberry-Bushes, damit kannst du halt Level holen. Die sind auch recht gut, muss ich sagen. Bala Morgulis. Okay, sagt mir jetzt nichts. Kartoffel. Warte mal, Kartoffel? Kartoffel? Wohnt hier jetzt Kartoffel? Also ist ein Mitspieler im Projekt? Warte mal. Ich dachte, Ghosty wollte sich hier ansiedeln. Kann auch sein, dass es trotzdem Ghosty ist und das Schild eine andere Bedeutung hat oder irgendwie nur von Kartoffel geschrieben oder sowas. Und was ist das hier? Ist es eine Brücke? Hm. Fragen über Fragen, weil Ghosty wollte hier auch eine Brücke bauen. Ich weiß es nicht, aber gut, gehen wir... zu mir nach unten, hier ist der Eingang, ich übersehe es manchmal. Hier ist übrigens mein Creeper explodiert, als ich offscreen gespielt habe. Ist nichts kaputt gegangen, nur die Öfen. Kann auch sein, dass dadurch das Bett dann kaputt gegangen ist. Wobei ich glaube, ich hatte es später platziert. Okay, erstmal den Netherrack brauche ich nicht. Das Jetpack lade ich direkt wieder auf und lasse es auch erstmal kurz hier drinne. Gut. Jetzt könnt ihr mal sehen, wenn ich hier das Tin reinhaue, da müssten jetzt hier 4 Stück rauskommen. Wird man vielleicht nicht sehen, ja. Aber hier 4 Tin Dust. Und dann haben wir wieder eine Menge Tin, beziehungsweise vor allem bei Lead wird es sehr wichtig sein. Deswegen tue ich das hier mal kurz raus. Und mache ein bisschen Lead rein. Hey, wo ist ein Lead? Wahrscheinlich bin ich schon dran vorbei. Hier ist Lead. Perfekt, dann haben wir wieder 40 Lead und das reicht ja wirklich erstmal. Gut, dann sortieren wir ein bisschen unser Inventar. Vor allem unser Netherrack. Dass wir ja fleißig gefarmt haben, ist wichtig. Glowstone hatte ich ja auch noch ein bisschen. Ich glaube, das ist die Zunge, oder? Tongkyo, ich habe keine Ahnung, was Tongkyo heißt.
Aber kann irgendwie schon gut sein, dass es die Zunge ist. Das ist gerade echt nicht so geil. Aber ich muss sie ja nicht essen. Ich meine, wir sind ja nicht in China. Vorurteile incoming. Nein, Spaß. Okay, wir machen uns auf jeden Fall als erstes mal einen neuen Polarizer. Und zwar. Einen Moment bitte. Wir müssen eh erstmal den Machine Frame machen. Genau, okay, wir müssen eh einen Basic Machine Frame machen. Ich überlege gerade, wie viele ich brauche. Ich glaube. Zwei. Ich mache drei. Genau, ich mache erstmal drei Maschinen. Das heißt, wir brauchen ein Tin Gear. Dann auch mit Stone. Okay, wir machen erstmal eine Menge Tin Gears. Tin, Tin, Tin. Den haben wir echt genügend. Ich wollte ja noch Holz farmen. Oh Mann, das habe ich ganz vergessen. Als ob es jetzt schon wieder Nacht. Nacht und Regen. Eine perfekte Kombination, aber ich habe eh den Sound ausgemacht. Wer wohnt hier? Das ist ein Baumhaus auf jeden Fall mal. Also ich bin schon wieder so gefühlt der Einzige, der kein Haus hat. Ja, keine schlechte Sachen auf jeden Fall. Okay. Ah, ich kann mal kurz schlafen. Ich kann nicht schlafen, wenn Monster in der Nähe sind. Und ich kann nicht rumfliegen. Traurig. Echt traurig. Vielleicht kann ich jetzt. Nee, okay. Dann schlafen wir halt nicht. Dann bauen wir einfach nur einen Baum ab. Ich habe ein bisschen Energie mit einem Steam Dynamo. Ah ja, gut, da können wir auch damit Energie erzeugen. Auch eine Möglichkeit. Manche sind so. Nee, zu viele Mobs. Ich weiß nicht, was für ein Baum ich abbauen soll, weil ich. Ah, brauche ich einfach den hier ab. Arg viel schöner kann ich es jetzt leider gerade im Moment nicht machen. Bauen wir hier noch unsere Cobblestones ab. Hier unten noch den letzten Holzstamm. Gut. Und da haben wir wieder einiges an Holz. Ist ja ein Adventure hier Holz holen. Creeper. Falsche Richtung gelaufen. So, und dann bauen wir aber schnell hinter uns wieder zu, dass ja nichts kommt. Gut, perfekt. Das sind wir jetzt hier safe und haben wahrscheinlich wieder eine Menge Lead. Genau 40, wie gesagt. Okay, dann machen wir unsere Sticks. Fünf Stück, lass mich überlegen. Fünf Stück wird bei Weitem nicht reichen. So, machen wir nochmal sieben Stück. Gut, das müsste aber auf jeden Fall mal reichen. Für den Anfang. Dann haben wir neun Wooden Gears. Ist auch nicht schlecht. Brauchten ja Tin. Machen wir einfach mal hier Tin Gears. Das schauen wir mal. Wir brauchen eine Menge Glas und Eisen. Glas werden wir wahrscheinlich keins mehr haben, oder? Das reicht halt bei Weitem nicht. Okay, gut, dann gehen wir raus. Und bauen. Ab. Ich habe keine Spitzhacke. Aber ich kann mir eine. Keine Schaufel. Aber ich kann mir eine machen. Da schon wieder Zombies hier rumlaufen. Ach komm. Mates, man kann doch miteinander leben. Warum wollen die mich immer töten? Ich bin doch ein ganz netter kleiner YouTuber. Ich habe denen doch bestimmt nichts getan, hoffe ich. Vielleicht ein paar ihrer Freunde getötet, aber das kann man doch verzeihen, oder? Es ist doch nicht arg schlimm. Ganz ehrlich, das sollen sie mal nicht so anstellen. Ah! Was macht der hier drinne? Sind ich jetzt aber nicht arg freundlich. Okay, die Köpfe werde ich aber auch noch brauchen mit der Zeit. Für ein paar Maschinen. Ja, man benötigt Köpfe für Maschinen, aber auch Enderman Head und so. Jetpack ist fertig geladen. Es wird halt hier überhaupt keine neue Energie erzeugt. Dann machen wir noch mal ein bisschen neue Energie. Und wo war ich stehen geblieben? Genau beim Glasschmelz. Das kann ich direkt hier in den Ofen reintun. Gut. Dann bereiten wir schon mal ein paar mehr Sachen vor. Wir brauchen eine Menge Invar. Okay, machen wir weiter mit dem Invar. Invar habe ich noch ein bisschen. Aber nicht sortieren, sondern schauen, wie man es craftet. Ferris und Iron, okay. Wird gemacht. Eisen. Und Ferris.
Da habe ich noch ein bisschen Invar, aber es wird halt alles natürlich nicht reichen. Gut, ich glaube, Ferris braucht man auch für überhaupt nicht so viel mehr. Das heißt, das können wir schön hier verschwenden. Und dann brauchen wir noch Electrum. Electrum von Thermal Foundation macht man mit Gold und Silber. Okay. Nehmen wir uns ein bisschen Silber. Bisschen Gold. Und wir müssen eh noch warten, bis es hier fertig ist. Aber das Glas müsste ganz gut durchgebrutzelt sein. Das brauchen wir nämlich für die Basic Maschinen Frames. Was fehlt jetzt? Tin Gear habe ich. Ich habe da eigentlich alles. Hier meine Tin Gears. In die Mitte. Dann das Glas. Ich habe das Eis nicht. Okay, das erklärt so einiges. Dankeschön. Thank you, Obama, wie man so zu sagen pflegt. Vielleicht habe ich das hier vertauscht, oder? Ja gut, da haben wir 4 Machine Frames. Wird eigentlich weniger machen, oder? Jetzt haben wir einfach 4 Maschinen. Ist doch schön. Maschinen ist doch eine schöne Sache. Ich mache einfach mal hier 11. So. Das müsste auch so gewesen sein, das Rezept, oder? Es brennt auch recht schnell durch. Ja, gut, da haben wir Elektrum. Wovon wir aber auch einiges brauchen werden. Invar müssen wir echt genügend haben. Ja, genau. Gut. Wir machen auf jeden Fall. Überleg mir, was für Maschinen könnten wir eigentlich machen? Add Thermal. Nicht Foundation, sondern Expansion. Haben wir. Ja, die anderen Sachen, die wird man halt einfach nicht so brauchen. In der guten Form. Also natürlich mit der Zeit wird man alles hier mal brauchen. Also zumindest mal sehr, sehr viel. Aber halt nicht in der besten Form jetzt unbedingt. Halt nicht mit diesen Reinforced. Ich glaube, es gibt noch bessere Versionen, ja, ich weiß. Aber, ja, man wird es am Anfang noch nicht brauchen. So, dann machen wir hiervon mal. Warum geht es nicht? Kann es nicht einfach mal automatisch gehen? Hä? Das war das so, oder? Ich bin gerade leicht verwirrt. Tut mir leid. Electrum Gear brauchen wir. Genau, das habe ich gewusst. So, erstmal jetzt aber einfach mal mit Iron. So, 4 Machine Frames. Jetzt haben wir allzu viel gemacht. Herzlichen Glückwunsch, aber egal. Gut, jetzt haben wir schon mal Hardened. Jetzt brauchen wir Reinforced, das heißt, wir brauchen das Fuse Quartz, was wir gleich machen werden, und ein Signalum Gear. Signalum macht man mit Copper, Silver und Redstone. Das heißt erstmal Copper, Silver und eine Menge Redstone. Nehmen wir mal so. Gut, das müsste zu gehen. Dann Bräte schon mal. Ah, wir brauchen jetzt halt gleich nochmal diesen. Boah, dauert es lange. Ah, wir haben jetzt eh gerade nichts anderes zu tun, weil wir müssen warten, bis es fertig ist. Wie kann man eigentlich nochmal diese Upgrades machen? Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Ist aber von Ender.io, das weiß ich. Ja, die Capacitor. Machine Upgrade, genau. Einmal den Okta. Dafür braucht man Vibrant Alloy. Ja, das haben wir da alles nicht. Da machen wir erstmal einen Double Upgrade. Energetic Alloy braucht man Redstone, Gold und Glowstone. Ansonsten eigentlich nichts. Den hier wollte ich. Basic Capacitor. Ja, das kann man alles gut craften. Dann nehmen wir das mal raus. Das breit dann eh noch durch. Und dann brauchen wir. Ich habe schon wieder vergessen. Es tut mir leid. Was haben wir dafür? Redstone, Gold und Glowstone. Zum Glück haben wir Glowstone mitgenommen. Gut, wir haben alles. So. Perfekt. Dann breitet es ja auch noch ein bisschen durch. So, und dann können wir uns eigentlich schon ans Craften machen. Von dem Basic Capacitor. Gold Nuggets, Copper. Und noch was. Erstmal Gold Nuggets.
Wir haben jetzt kein Redstone mehr im Inventar. So, jetzt haben wir aber wieder Redstone im Inventar. Und machen daraus jetzt einfach mal zwei. Brauchten wir. Oder ja, genau, zwei Stück. Perfekt. Ein Coal Dust müssen wir auch noch irgendwo haben, rumliegen haben, weil da hatten wir mal einige gemacht. Und dann eben das Signalum. Was ist Signalum? Warte, ja. Hä? Ja, warum haben wir Signalum raus? Ach so, das ist noch das Vorprodukt. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Ja. Und jetzt haben wir einen Energetic Alloy. Und wir brauchen davon insgesamt zwei, aber es braucht auch ewig. Gut, okay, dann habe ich das auch verstanden. Sehr, sehr schnell auf jeden Fall. Und dann haben wir auf jeden Fall mal ein Upgrade für die Maschine. So, noch ganz kurz abwarten. Und dann haben wir das gleiche auch. 85% schon, yay, 91. Dann hört bitte auf damit. Ich glaube, das breitet jetzt einmal noch durch, genau. Dann haben wir noch ein bisschen auf Vorrat. Aber jetzt ein Upgrade drinne. Zack, verbraucht mehr Energie. Aber es geht auch wesentlich schneller. Ist auf jeden Fall ein gutes Upgrade. Das weiß ich, dass das gut war. So, alles gleich. Gut. Leichter Lag auf dem Server. Ich tippe mal Pulverizer ein. Und überlege mir gerade, was wir jetzt machen könnten. Wir haben ja jetzt... Genau, die Machine Frames sollten wir machen. Und dafür brauchen wir eine Menge Signalum. Also noch viel mehr Signalum, um genau zu sein. Das heißt Silver, Copper und Redstone. Haben wir alles? Silver, Copper und Redstone. So, es brät jetzt, aber es dauert, braucht nicht so viel Zeit, weil wir jetzt eben das Upgrade haben. Ist ja echt nicht schlecht. Ich glaube, hierfür gibt es auch irgendwelche Upgrades, aber das ist nicht so einfach. Und funktioniert, glaube ich, auch nicht immer. Keine Ahnung. Oder beziehungsweise ich glaube, man kann die Upgrades nur in den verbesserten Maschinen machen. Das kann auch sein, dass es so rum war. Ich gehe jetzt mal nach oben. Ich wette, es ist wieder Nacht. Was? Es ist keine Nacht, wenn ich nach oben gehe. Aber schon Mittag. Und pflück hier mal ein paar neue Juices. Oh ne, da ist ein Creeper. Was, noch ein Creeper? Warum müssen die von allen Seiten kommen? Kann man das mal einer erklären? Gut, dann machen wir hier wieder alles zu. Ich meint, haben ja gerade nichts Besseres zu tun. Und wir können eine kleine Schaufel, dann können wir hier ein paar Blöcke abbauen. Gut, und hier noch einen Block. Und dann ist es auch zu. So, dann sammeln wir weitere Beeren. Ich dachte erst, es sei so ein bisschen Soundbug, dass der Creeper halt vor mir steht. Da war einfach noch ein zweiter hinter mir. Es war ja mal wieder so genial. Wir können auch nachher noch einen größeren Speicher machen für die Energie. Das müsste auch ziemlich praktisch sein. Die Folge geht jetzt 19 Minuten. Das heißt, ich sammle jetzt einfach noch kurz hier die Beeren ein. Und dann werde ich wahrscheinlich die Folge beenden. So, zack. Weil das Signalum wird eh noch eine Weile vor sich hinschmelzen müssen. Und gut, ich gehe noch kurz in meine sichere Base. Wenn euch die Folge gefallen hat, dürft ihr mir das sehr, sehr gerne anhand einer Bewertung zeigen. Gut, Apfel, hau ab. Wir haben schon 16 Signalum. Das reicht ja eigentlich schon fast, oder? Ah, das kann ich gar nicht mehr speichern. Okay, passt. Dann haben wir es auch fertig und das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.